Willkommen zurück zu Janni spielt. Ich spiele Far Cry 4. Mal wieder. Das macht mir im Moment eben ziemlich viel Spaß. Ha, da bedarf es schon mehr, um uns zu besiegen. Auch wenn sie alles platt gemacht und uns aufgeschlitzt hätten. Unsere Geister wären geblieben. Erzähl du mal. Okay, ich wollte als nächstes mir mit der... Wie heißt's hier? Kampagnenmission weitermachen. Jetzt irgendwie da hinten gelandet. Das heißt, ich gehe erstmal dahin. Damit ich schon mal in der Nähe bin. Und gehe dann zu dem Guten, wie immer er auch heißt. Baksha, Bakdings. Batra. Ach, Batra, natürlich. Zu dem eile ich jetzt und schau, was er mir zu sagen hat. Ups. Manchmal sitzt mir der Abzugsfinger ganz schön locker. Kann aber auch an der Maus liegen. Ja, ich weiß, ich könnte ja ein Auto nehmen oder ein Quad oder ein Fliegeding. Vielleicht fällt mir ja so noch ein Tier vor die Füße. Vielleicht auch nicht. Wird es gerade dunkel? Ist es dunkel oder wird es gerade hell? Keine Ahnung. Weißt du den Familienrespekt? Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus, wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen. War dann wohl doch eher eine Sie, und zwar das Mädchen, das ich ja schon kenne. Und die ganze Asche macht das Wasser im See sauber. Das sind die Glücklichen. Asche macht das Wasser im See sauber. Ja, das ist bestimmt auch ein Mythos. Mal auf die Karte gucken. Auf der ich überhaupt nichts sehe, da. Was ist das? Nee, eine Festung wollte ich jetzt nicht einnehmen. Das ist das einzig Neue jetzt auf der Map, also muss es das wohl sein. Ich habe noch nie eine Festung gesehen. Ach komm, ich springe noch hin. Ja, ich würde sagen, dann gehe ich mal dahin. Auf dem Weg nehme ich noch gerade den Glockenturm und den Außenposten mit. Kein Ding. Locker. Ja. Aber versuchen kann ich es ja. Ich hatte schon beim Ausloggen alles aufgefüllt und verkauft, was zu viel war. Daher muss ich es jetzt nicht machen. Diesmal nehme ich auch ein Auto. Und spart Zeit. Tiere.
Die brauche ich, glaube ich, nicht. So weit sah das auf der Karte gar nicht aus. Gut, dass ich das Auto genommen habe. Ich gehe mal ins Gebüsch und pack die Kamera aus. Gucken, was ich von hier aus erspähen kann. Wahrscheinlich nicht viel. Die anderen standen alle hinter dem Zaun. Da ist der Alarm. Ich noch ein bisschen ranpirschen. Und? Das kann nicht gut sein. Irgendwas? Ich bin's nicht. Hunde? Kann ich aber schnell den Alarm ausschalten? Nein, weg. Auch mal einen Köder schmeißen. Hochklettern, mal gucken, was da ist. Oh, da ist noch einer. Yay. Ich mal da hochgehen. Ich will ihn nicht bewegen. Ich will ihn durchsuchen. Geh mal hoch. Schauen wir, ob war das jetzt der Scharfschütze oder war das noch ein anderer? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war der Scharfschütze. Yep. Dann geht's rein. Erstmal gucken, wer noch so rumsteht. Und noch ein Gegner, kann das sein? Eine Kiste, die nehme ich natürlich mit. Wo versteckst du dich? Heikling. Ist weiter runter? Na, da geht's zu weit runter. Hinten mal gucken. Vielleicht ist hier besser. Ja, hier ist besser. Immerhin können sie den Alarm nicht auslösen. Das ist gut. Hier scheinen ein paar Drogen zu liegen. Ich wette, das sind die Rebellen. Die verarschen uns. Feind in Sicht! So, einer ist mindestens noch da. Das war relativ einfach.
schnell noch die Leichen durchsuchen. Neue Aktivitäten. Das auch nie. Jetzt nicht. Munition. Ja, hier ist jemand, aber ich habe keine Zeit für sowas. Und je mehr ich freischalte, desto mehr Nebenaufgaben gibt's auch. Hier ist auch noch eine. Aber ich habe ja was vor. So, ich noch schnell verkaufen. Wenn die Tasche wieder leer ist. Ist hier irgendwas? Hier. Verkaufen. Okay. Munition nachfüllen. Ist voll. Körperpanzer. Heilung habe ich noch. Okay. Das war's schon. Gleich wieder raus. Kurz auf die Map gucken. Glockenturm. Hier hängt noch irgendwo Propaganda und eine Kiste ist auch noch da. Wollen ja nicht schlampen. Propaganda muss da irgendwo sein. Die Kiste. Damit. Da ist noch einer, oder sehe ich das falsch? Da oben. Was? Hat das jetzt nicht gezählt? Doch. Ja, ist weg von der Karte. Da hinten ist noch eine Kiste. Irgendwo, mal da drin anscheinend. Okay. Oben, die habe ich doch eingesammelt. Die Royal Army ist ziemlich geizig mit den Treibstoffrationen. Uns bleibt kaum genug für den Generator. Aber für ihre Wagen gibt es immer genug. Doch nochmal hochwitzen. Es gab einen Angriff, ich brauche sofort Hilfe. Die nervt ja schon so ein bisschen. Ach, da ist noch eine Kiste. Nehme ich mit. Okay, es ist ja gut. Du bist ja vielleicht eine Nervensäge. Bin auf dem Weg. Und zwar wohin? Da. Okay, okay. Auto. Falsche Richtung. Wird schon stimmen. Ich habe ja ein Navi. Chauffeur wäre noch nicht schlecht, glaube ich. Unten ist das Gebiet. Oh, ein Tiger, ein Tiger. Ein Zivilist muss überleben. Kann ich ja nicht mehr häuten. AJ, ist es normal, dass Tiger im Rudel jagen, so wie die hier? Das ist nicht wirklich ein Rudel. Nein, sie wurden mit Nebenprodukten aus Nurs Heroinherstellung vergiftet. Das
hat ihre Hirne zerstört. Okay. Mein Leben, ich beschütze. Für mein Land. Was? Der steht. Ah, jetzt. Ich rücke vor. Verfluchter Tiger! Schwer zu sehen, wo die herkommen. Nutzt ein Buch. Meistens hört man sie, bevor man sie sieht. Zwei. Ich höre was. Wo denn? Ah. Drei. Hier. Wir greifen einfach immer weiter an. Nimm Molotow! Ich kenne keinen Tiger, der Feuer nicht hat. Nein, nicht so! Götter, bitte nicht so! Ein Tiger! Hey, Drecksvieh! Ja, zwei Schläge und stirbt. Ich glaube, die kommen so schnell. Ist klar. Jetzt kann ich diese Kämpfer zusammenklicken. Danke. Ohne dich wären wir jetzt alle Katzenfutter. Das war knapp. Ui. Ja, jetzt kann ich es auch häuten. Bestimmt kann ich irgendwas damit anfangen. Irgendwann. Also irgendwann könnte er ja schon mal seinen Ekel überwinden. So, das war's. Dann auf zum Glockenturm. Das nehme ich natürlich noch mit. Noch ein. Nichts craften. Schade. Glockenturm. Da laufe ich jetzt was als Propaganda. Mache ich doch gerade noch weg. Eins. Nein, keins. Was anderes? Nö. Ah, da. Gut, gut. Und weiter Richtung Glockenturm. Ich seh ihn schon. Ui, hilft mir, wo denn? Dass ich mir so schön orten könnte, wo die sind. Aber ja, das höre ich, aber ich weiß nicht, wo du bist, Junge. Keine Ahnung. Kiste. Weiter hoch. Da will ich hin. Wieder Tiger.
Ah, ist ein Kletterdingens. Gehe ich doch mal dahin. Und auf jetzt. Vorsichtig sein, weil oft sind ja hier auch Wachen, obwohl am Anfang behauptet, da wären nie welche. Wildschwein? Ja, das sind sie doch. Werf ich mal ein... Ey! Blödes Schwein. Toll, jetzt haben sie mich gesehen. Ja, genau. Macht mich doch alle fertig. Tja. Keine Munition mehr. Da ist noch einer. Zwei. Danke. War nett von ihm. Aber ich konnte es nicht aufsammeln, oder? Ich denke mal, das waren es auch alle. Drei Stück. Keine Munition. Das ist nicht so schön. Ja. Yay. Propaganda. Da ist zu. Das werde ich so auch nicht aufkriegen. Nee. Bisschen umgucken. Da hoch? Hier? Na, aufwärts. Ich glaube, ich muss doch mal zu diesem Ray-Dingens gehen. Wegen Propaganda-Aufgaben. Das sagt er mir immer wieder. Hm. Wie geht's weiter? Ah, da. Ja, ja. Geht's weiter? Gerade ein paar Lecks. Blättern. Ich muss noch weiter hoch. Was ist das denn? Oh, da ist eine Kiste, die habe ich übersehen. So ja nicht. Geh mal hier lang. Geht's auch nicht hoch. Muss hier schon richtig sein, aber. Ah. Okay. Wo muss ich hin?
Tada. Geschafft. Der Baum des Lebens, der ist aber mickrig. Okay, das war das. Ich halte eine Waffe, ohne eine Waffe zu halten. Das ist auch cool. Weltkarte ansehen hatte ich eh vor. Ich muss dahin. Nee. Da steht ein Quad. Oh, das passt doch. Oh, schnell. Warum die alle keine Munition fallen lassen? Ach, ich will dein Geld nicht behalten. Da hinten oben muss ich hin, nur meine Güte. Oh. Kiste? Da. Ja, muss ja nichts verkommen lassen. Also bin ich eh gegen den Felsen gefahren. Sorry für das Umwackeln, aber das ist ein Lex irgendwie. Schon wieder? Nee. Kurier? Okay. Hey, ihr macht mir keine Angst. Hey. Ach, toll. Nehmen. Ich habe immer noch keine Munition, das gibt's doch nicht. Hoffentlich gibt's sie da, wo ich hin muss. Karma Level 3. Hier, das Y ist aber da unten. Okay. Aus dem Weg. Die verfolgen mich jetzt bestimmt. Gib Gummi. Ich glaube, mein Reifen ist kaputt oder irgend sowas. Ich fährt ja total strange. Oh. Eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Hey, ich würde das ja weiterlaufen lassen. Was für ein Geier. Okay, Auto stehen lassen. Das war vielleicht doch besser so. Lauf. Ominöse Y. Und da ist Propaganda. Irgendwo da. First things first. Aber wo? Das ist keine Propaganda, das ist Tagebuchseiten? Ah. Okay. Lesen. Und hier muss ich rein. Bestimmt ein Filmchen. Warte, was? Anmannen, höchstens bemannen.
Aber das funktioniert so nicht. Das ist was ganz anderes. Was, wie entschließen und beschließen? Ja. Oh, scheiße. Oh. Om Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva. Om Nam Shiva, Nam Shiva. Willkommen, mein Bruder. Du bist an einem Ort des Friedens. Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Das sind wir welche. Hier bist du sicher. Unser Freund, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Er kommt von weit her und sucht. Gegen eine kleine Gebühr. Klar, nichts im Leben ist umsonst. Nein. Ich spüre. Wir spüren, dass du wissen willst, wer wir sind. Tja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du. Bist der Sohn einer Legende. Ich sehe eine Welt voller Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. Angel Gale, willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut er nicht ab? Oh, was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn, er weiß, wo er ist. Okay, willkommen, komm rein. Ja, na klar, tu casa e tu casa. Wir räumen auf. Wir ziehen sofort aus. Doch zuerst brauchen wir ein Friedenspfeifchen, während wir die Details klären. Hey, Drogen. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Also, ich glaube, mir geht's gut. Was macht ihr Typen überhaupt hier? Ach, AJ, wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände, so zur Begrüßung, meine ich. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert. Schätze, dann will er den Stock. Hey, was zum Teufel? Ach, erst waren sie so nett und dann sowas. Vertrau keinem, sag ich da bloß. Uno? Bürger von Kyra! Wen feuert ihr an? Noch mehr Propaganda? Na, denen hätten sie aber auch noch was anziehen können. Gesucht von der Royal Army. Mörder. Unschuldiger Männer. Frauen und Kinder von Führern. Ich bin nur einer von den Guten. Und lebt in der Dekadenz von Amerika. Nun kehrt er zurück. In Ketten. Das ist ein Strick, du. Plumpf. Und zwar von euch, Bürger von Führern. Ich glaube, die mögen mich nicht. Ich kann nicht verstehen. Ich bin so nett. Manche Leute glauben, du könntest hier etwas bewirken, AJ. Dies ist der Moment der Wahrheit. Sieh auf den Boden, wenn du in der Arena bist. Im Sand wird eine Klinge versteckt sein, wenn du nicht überlebst, gibt es für uns beide keine Hoffnung. Okay. Muss ich jetzt mit bloßen Händen gegen irgendwas kämpfen? Uch, bin ja auch nackig. Überlebe in der Arena. Das ist ein guter Hinweis. Habe ich denn irgendwas zum Kämpfen? Nichts. Bloße Hände? Wie jetzt? Was soll ich denn das machen? Warte.
null Plan, was ich hier machen soll. Null. Aber vielleicht kriege ich es noch raus. Ich muss mich einen niederschlagen und mir seine Waffe klauen. Ja. Ich kann ja überhaupt nichts machen. Nur weglaufen vielleicht? Wäre ja mal ein Versuch. Was? Ja, das ist doch wohl, also... Das ist ein Scherz? Ohne Buffer, ohne irgendwas? Klar kann ich hier ewig bleiben, kein Ding. Okay, die werden jetzt von Wölfen gefressen. Das ist bestimmt gut. Vielleicht kann ich mir inzwischen seine Waffe holen. Ja, ja. Wo sind die Leichen? Da. Hey, jetzt krieg ich's. Ups. Hey, du. Unglaublich. Aber dies ist die Scharlatarena und wir werden gerade erst warm. Mit Runde 3 ist eröffnet. Ich fühle mich bedroht. Messerwerfer sind besonders böse. Ja, welche Runden gibt's denn hier? Oh. Die kämpfen gegeneinander oder was? Nur eine Schrotflinte, was soll ich machen? So weit schießt ihr nicht. Oh Gott, Tiger. Noch jemand? Da, noch zwei. Ich glaube, die bringen sich gegenseitig um. Was gut ist. Keine Munition. Super. Der lebt immer noch.
Aber ich hab nichts. Wurfmesser. Hey. Drecksack. Ja, super. Das ist doch... Wie soll ich das schaffen? Und vor allem, wie viele Runden gibt's? Kein Plan. Okay, nichts etwas. Ich warte, bis ich ein paar selbst gemeuchelt haben. Glaube ich, ein ganz guter Plan. Noch die zwei übrig? Ich pirsch, nee, da ist noch einer. Munition, Jungs. Noch Schuss und? Noch einer? Und wenn ja, wo? Munition ist gut. Hm? Hat sie? Vorletzte Runde. Das klingt nicht gut. Doch, bevor er seine Freiheit gewinnt, wartet eine letzte Herausforderung. Lasst die letzte Runde beginnen. Nur immer bist du, wo die herkommen. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das sind doch die Bösen. Oh Mann, oh Mann. Tu mir nix. Was war das? Verdammt. Ach, da steht er. Mein Gott, ich sehe den gar nicht. Ich blind? Ah, komm, zeig dich. Ach, Panzer. Mal ein bisschen Munition einsammeln. Das dauert länger. Wo ist er? Wo ist er? Lebt er noch? Stimmt.
Yay! Hab ich gesagt, vorletzte Runde? Ah, puh, meine Güte, das war stressig. Einfach so reingeworfen wird. Mann, Mann, Mann. Komm mit mir. Du wolltest mich töten. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Hätte ich jetzt auch gesagt. Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Wie? Ich kann dich in seine Festung bringen. Und AJ? Sei netter zu Reggie und Yogi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Dann hol, die haben mich betäubt. Wieso soll ich nicht zu denen sein? Alles so böse hier. Mann, Mann. Das ist der Sohn von... Das ist AJ Gale. Er hat die Arena überlebt. Weil ich in meinen Ausstellungen kannst du kämpfen. Die sind ja hübsch. Kurz auf die Map gucken. Okay, da sehe ich dann immer die nächste. Da sehe ich dann, dass das hier die Arena ist. Das Jagdkontrollieren dieser Tierpopulation. Jage verschiedene Tiere. Okay, leider ist das. Ist die Folge schon wieder viel zu lange, wie immer. Ich brauche Munition, verdammt. Gibt es keinen Shop oder sowas? Vielleicht kleiner Shop. Hm. Doch, Shop. Geht doch. Mache ich das gerade noch und dann ist das schon wieder zu Ende für heute. Und da geht's. Eine Pille werde ich nicht brauchen. Okay, das war das. Munition nachfüllen, bitte. Ja. Panzer, Medizin, neue Waffen, was ist das denn? Nein, ich will die doch, achso, die habe ich schon, nein, will ich nicht haben, ausrüsten, nein, nein, freigeschaltet, was ist das? Och, ich wollte sie mir eigentlich nur anschauen. Ich habe doch noch meine Super-Duper-Waffe. So sieht man eigentlich nicht, was das ist. Ja, so. Das ist aber eine Schrotflinte. Die mag ich nicht so besonders. Okay, aber ich könnte mal wieder eine Karte kaufen. Oh, ich habe keine mehr zu kaufen. Alle, doch, keine mehr zu kaufen. Verdammt. Ich habe schon alle. Das ist schlecht. Wie soll ich mein Geld loswerden? Doch mal so Waffen kaufen. Kein Plan. Ich darf hier auch nie was kaufen. Er sagt immer, oh, findest du da. Musst du nicht kaufen, da. Zwei weitere Glockentürme. Finde bei Leichen. Ja, das bringt mich jetzt nicht weiter. Okay, dann eben nicht. Aber ich habe Fähigkeitspunkte. Da schaue ich auch gerade nochmal rein. 5 Stück. Was ist das? Stelle eine Spritze her, schneller laufen und schwimmen. Oh, das hier wollte ich, glaube ich. Befindest du dich in einer Deckung? Drücke Ende, um einen Gegner leise auszuschalten. Das mache ich zwar eh, aber... Das startet in den Takedown auf einen Gegner und drücke dann rechts, um seine Waffe zu nehmen. Und andere damit abzuschießen. Nimm mal das da. Verteidigung ist immer noch der beste Angriff.
Das klingt doch gut, das will ich haben. Ein Punkt, das reicht, jawohl. Fahrzeug Takedown. Das klingt gut. Herstellen kann ich leider nichts. Okay. Dann war's das wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.